Ganz am Anfang meines Studiums wollte ich aufs Lehramt studieren. Das war deshalb ziemlich frustrierend, weil die Lehrer, die damals an dieser Schule, und das war eine der größten Schulen in Köln, ungeheure Probleme hatten mit Disziplin. Es hat mich immer schon erschlagen, in diese Schule reinzukommen. Und allein der Geräuschpegel, der da immer herrschte, war eigentlich schon was, mit dem ich ganz schwer klarkam. Und das war also auch negativ beeindruckend. Deshalb ist mir die Entscheidung, was anderes zu machen, auch gar nicht so schwer gefallen. Ich habe mein Examen nicht mehr gemacht und verkaufe seit 1979 mittlerweile Wein. Vieles probieren. A, natürlich Wein trinken, das ist die wichtigste Voraussetzung. Und natürlich auch wirklich die praktische Erfahrung, ne? Dass man viel reist und viel sieht. Und die Weinbauregionen sind in der Regel auch sehr schöne landschaftliche Regionen. Bei einem Winzer, mit dem ich auch befreundet war, sind wir durch Junganlagen gefahren von ihm und Junganlagen eines Nachbarn. Und in den Junganlagen des Nachbarn waren Bewässerungssysteme. Und darüber hat er sich fürchterlich aufgeregt, weil er sagt, dadurch erzieht man die Reben zur Faulheit. Und das werden immer, wenn die überhaupt überleben in der Trockenheit, werden das immer uninteressantere Weine bleiben, weil die Wurzeln nie gezwungen sind, tiefer in den Boden zu gehen. Und er wässert halt seine Anlagen nicht und dadurch sind auch schon die jungen Reben gezwungen, ganz tief zu wurzeln. Das überstehen nicht unbedingt alle. Aber dadurch werden die Weine halt wesentlich interessanter, weil ganz andere Nährstoffe noch aufgenommen werden und die entsprechend halt sich widerspiegeln in den Aromen der Reben. Also gerade in der Zeit, so Anfang der 80er Jahre, waren die Weine noch viel charakterloser, so vielleicht, viel einfacher. Die interessantesten Weine, die jemals auf der Welt produziert worden sind, trinken wir heute.